Möchtest du deine Buchhaltung selber machen und bist jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Buchhaltungsprogramm? Dann ist vielleicht LexOffice die richtige Software für dich. Und in diesem Video schauen wir uns LexOffice mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du selbstständig bist, dann musst du irgendeine Form von Buchhaltung machen. Das heißt, entweder unterjährig oder einmal im Jahr musst du irgendwie deine eigenen Rechnungen buchen, du musst die eingehenden Rechnungen buchen, du musst irgendwas mit der Kontoverbindung erfassen. All diese Dinge musst du machen, wenn du selbstständig bist. Und natürlich gibt's für diese Tätigkeiten auch eine ganze Reihe an unterschiedlichen Softwarelösungen. Und eine wirklich interessante Softwarelösung ist LexOffice. Aber wann LexOffice für dich eventuell die richtige Lösung ist oder wann das vielleicht auch nicht ganz so passt, das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. LexOffice ist eine cloud-basierte Buchhaltungssoftware. Das heißt, du bedienst sie in erster Linie über den Browser und kannst auch relativ schnell die Geräte wechseln. Das heißt, du kannst dich theoretisch sogar von deinem Smartphone einloggen, von deinem Laptop, von dem Rechner im Büro oder zu Hause, wo auch immer, und du greifst immer auf die Daten zu, es ist immer aktuell. Was natürlich auch bedeutet, du musst jetzt keine Updates installieren und so weiter, weil du immer online auf diese Daten zugreifst. Was allerdings auch bedeutet, du brauchst immer einen Internetzugriff, wenn du deine Buchhaltung machst. Und LexOffice ist wirklich umfangreich. Du kannst wirklich nahezu alles, was du irgendwie als Selbstständiger in Richtung Buchhaltung machen musst, mit LexOffice abdecken. Zum Beispiel deine Rechnungen schreiben, deine Angebote schreiben, deine Eingangsrechnung, das heißt die Rechnung, die du von deinen Lieferanten und Dienstleistern bekommst, die kannst du erfassen. Du kannst dein Bankkonto verbinden und die Zahlungen abgleichen. Du kannst unsere Steuervoranmeldung machen, zusammenfassende Meldung machen. Du kannst sogar Gehaltsabrechnung mit LexOffice machen und so weiter. Es gibt wirklich eine ganze Reihe an Funktionen, die du mit LexOffice erledigen kannst. Die ein oder anderen überlegen sich jetzt vielleicht, interessant. Und wer kann mit LexOffice idealerweise seine Buchhaltung machen? Und da erstmal die gute Nachricht, LexOffice hat sich nicht auf eine bestimmte Rechtsform spezialisiert. Das heißt, du kannst es Freiberufler, als Gewerbetreibender, aber auch als Personengesellschaft wie eine GbR oder eine OHG ohne Probleme deine Buchhaltung mit LexOffice machen. Auch als Kapitalgesellschaft wie UG oder GmbH hast du gar keine Probleme, mit LexOffice deine Buchhaltung zu machen. Grundsätzlich würde ich allerdings sagen, LexOffice richtet sich wirklich an die kleinen Unternehmen. So bis zu 5 Mitarbeitern kommst du wahrscheinlich noch einigermaßen gut mit LexOffice klar. Wenn dein Unternehmen dann größer wird, dann brauchst du wahrscheinlich mehrere unterschiedliche Freigabeberechtigungen, du hast vielleicht noch einen Buchhalter, der darin arbeitet und so weiter. Dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich und dann kann ich dir persönlich auch eigentlich LexOffice nicht mehr empfehlen. Aber für alle Unternehmen bis 3 bis 5 Mitarbeiter ist LexOffice ein wirklich interessantes Angebot. Was bei Buchhaltungsprogrammen immer wahnsinnig wichtig ist, ob diese Software GOBD-konform ist. Das sind viele Cloud-Software-Anbieter nämlich nicht. Das heißt, du solltest bei der Auswahl deines Buchhaltungssystems immer darauf achten, ob eine entsprechende Zertifizierung vorliegt. Und bei LexOffice ist das definitiv der Fall. Am besten schauen wir uns LexOffice doch einfach mal zusammen an. Und ich habe mich jetzt einfach mal in meinen LexOffice-Account eingeloggt und da sehe ich auf der linken Seite ganz oben erstmal einen Überblick über meine Finanzen. Ich sehe, selbstverständlich nutze ich das Kontist Geschäftskonto und ich habe auch ein paar Euro auf dem Bankkonto. Auf der rechten Seite ist der etwas interessantere Überblick, weil das Bankkonto sagt mir ja nicht immer die Wahrheit. Auf der rechten Seite sehe ich einen Überblick über meine gesamten Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Hier sieht man beispielsweise, dass ich in diesem Jahr 31.600 Euro an Umsatz gemacht habe und 6.500 Euro an Ausgaben hatte. Das ergibt in Summe dann 25.000 Euro und das ist mein Gewinn der letzten 12 Monate. Und das sehe ich immer mit den schönen Balken und sehe auch, wie sich das auf den einzelnen Monaten aufgeteilt hat. Außerdem sehe ich auf der linken Seite einmal Übersicht über die Steuer und eine Übersicht über meine anstehenden Aufgaben. Sowohl von den Einnahmen, das heißt, welche offenen Forderungen sind noch draußen und welche müssen von den Kunden noch bezahlt werden, als auch die Ausgaben, das heißt, welche Eingangsrechnungen habe ich noch, die ich eventuell noch begleichen sollte. Ansonsten sehe ich noch, dass keine offenen Angebote draußen sind. Das heißt, es sind keine Angebote, wo die Rechnung noch fehlt. Aber hier habe ich immer ganz schnell eine Übersicht darüber, wie sieht es eigentlich gerade aus, und das ist so das Cockpit in meinem Unternehmen, wo ich schnell einen Überblick bekommen kann. Gehen wir mal ein bisschen tiefer darauf ein, wieso der Buchhaltungsworkflow ist und was ich bei der Buchhaltung eigentlich machen muss und wie ich das bei LexOffice erledigen kann. Und dafür gehen wir als erstes auf Belege, weil ganz am Anfang gibt es immer einen Beleg. Und zwar entweder deinen eigenen Beleg, also die eigene Rechnung, die du deinen Kunden sendest. Die kannst du beispielsweise erstellen, wenn du hier links einmal auf Neuen Beleg klickst und auf Rechnung klickst. Dann öffnet sich ein Interface, in dem du die Rechnung erstellen kannst. Hier links oben kannst du die Angaben zu den Kunden eintragen. Dann hast du den Kopfbereich der Rechnung, wo du jetzt noch
eine Begrüßungsformel, einen netten Satz reinschreiben kannst und so weiter. Die eigentlich wichtige Position sind die Belegpositionen. Das heißt, worüber schreibst du eigentlich die Rechnung? Beratung oder einen Gegenstand, eine Webseite, ein Logo, was auch immer. Das kannst du hier reinschreiben und ganz am Ende im Fußbereich kannst du dann noch zum Beispiel Zahlungsbedingungen aufnehmen. Das wollen wir an dieser Stelle mal nicht vollständig durchspielen, weil das wird so ein bisschen den Rahmen sprengen. Was ich mir eher anschauen möchte, ist, wie verhält es sich eigentlich mit den Eingangsrechnungen? Das heißt, die Rechnung, die ich von meinen Dienstleistern und Tools und so weiter bekomme. Und die sehe ich, wenn ich hier auf Eingangsbelege klicke. Und da steht ganz oben Podigee. Podigee ist so ein Hosting-Anbieter für Podcasts. Und wenn ich da drauf klicke, dann sehe ich hier auf der rechten Seite schon so Informationen. Zum Beispiel, von wann ist der Beleg? Habe ich den schon bezahlt? An dieser Stelle ja. Wie ist die Belegnummer? Was ist der Kontakt, also der Geschäftspartner? Und so weiter. Und ich sehe hier unten auch, wie es kategorisiert wurde. Podigee ist für mich Marketing und 19%, also 19% Umsatzsteuer. Wenn ich das nochmal überprüfen möchte, kann ich hier nochmal draufklicken und sehe dann die Rechnung in ganz groß. Das heißt, jetzt sehe ich hier in der Mitte ganz groß die Rechnung und auf der rechten Seite die Informationen, die ich eben schon gesehen habe. Und sehe hier, ja, es sind 19% Umsatzsteuer, scheint also richtig zu sein. Und dann habe ich auf der linken Seite in der Übersicht noch die Möglichkeit, mir zum Beispiel nur die anzuzeigen, die jetzt gerade zur Zahlung fällig sind und so weiter. Aber die ganzen Belege sind ja nur ein Teil der Buchhaltung. Hier im ersten Schritt müssen erstmal alle Belege erfasst werden, sowohl die ausgehenden als auch die eingehenden. Und im nächsten Schritt muss natürlich die Bezahlung erfasst werden. Und die können wir erfassen, wenn wir auf Finanzen klicken. Natürlich hast du hier auch die Möglichkeit, eine Kasse zu führen. Was ein bisschen interessanter ist, ist das Bankkonto oder aber auch PayPal, was du hier in LexOffice tun kannst. Und es wird euch hoffentlich nicht überraschen, ich nutze selbstverständlich das Kontist Geschäftskonto. Alle Informationen dazu verlinke ich dir auch gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Und wenn ich hier draufklicke, sehe ich alle Transaktionen in der Übersicht. Und hier oben kann ich auch zum Beispiel suchen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier suchen nach Canva, weil ich benutze Canva und wenn ich da draufklicke, sehe ich auch, ob ich schon eine Rechnung damit verbunden habe. Und das ist wichtig. Jede einzelne Transaktion muss einer Rechnung zugeordnet sein, sonst ist es zumindest bei Buchhaltungen, die nach dem Zufluss-Abfluss-Prinzip funktionieren, leider steuerlich noch nicht erfasst. Und hier sehe ich auch, ob bestimmte Rechnungen schon zusortiert sind. Und das sieht man hier. Hier ist eine Rechnung von Canva angehängt und ich kann mir mit einem Klick darauf auch nochmal die Details anschauen. Das sieht soweit aber ganz gut aus. Wichtig für dich ist, du musst natürlich jedes Mal, wenn du deine Rechnung machst, sowohl erstens alle Belege erfassen, dann alle Transaktionen mit einem Beleg verbinden und dann geht es natürlich noch daran, die zusammenfassende Meldung oder die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter zu übermitteln. Und auch das kannst du mit LexOffice machen und das findest du unter Buchhaltung. Unter Buchhaltung kann man auf Elster klicken. Elster ist übrigens eine Abkürzung für elektronische Steuererklärung. Das heißt, da findest du all das, was für die Steuer relevant ist. Und die Umsatzsteuervoranmeldung berechnet sich in erster Linie ja immer so, dass ich die Umsatzsteuer, die ich von meinen Kunden bekommen habe, abführen muss an das Finanzamt, aber die Umsatzsteuer, die ich an meine Dienstleister gezahlt habe, davon abziehen kann oder verrechnen kann. Und genau das sehe ich hier auch. Ich habe Umsatzsteuer bekommen von meinen Kunden in Höhe von 1.554 Euro und habe Vorsteuer von 526 Euro. Das ist die Umsatzsteuer, die ich quasi an meine Dienstleister, Lieferanten und so gezahlt habe. Wenn ich mich jetzt wundere, dass das irgendwie nicht so ganz hinkommt, kann ich das auch nochmal ausklappen und mir genauer anschauen. Für mich wirkt das aber plausibel und deswegen kann ich hier unten meine Zahllast anschauen und das ist 1.028,47 Euro. Und dann kann ich direkt hier aus Elster Online diese Umsatzsteuervoranmeldung direkt an das Finanzamt übermitteln. Und wenn ich eine zusammenfassende Meldung beispielsweise abgeben muss, dann kann ich das auch direkt hier in LexOffice machen. Das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal, weil die zusammenfassende Meldung bieten viele Online-Buchhaltungsprogramme so gar nicht an. Aber natürlich mache ich meine Buchhaltung auch nicht ausschließlich nur für die Umsatzsteuervoranmeldung oder zusammenfassende Meldung. Ich will am Jahresende für das gesamte Jahr ja auch irgendeine Auswertung haben. Ich muss ja die Anlage EÜR in meiner Steuererklärung angeben und brauche da natürlich auch die Informationen. Und ehrlicherweise reichen da die lustigen, bunten Grafiken auf dem Dashboard natürlich nicht aus. Aber diese Informationen finde ich auch unter Buchhaltung und zwar unter Einnahmenüberschussrechnung. Und da sehe ich auch eine Übersicht über alle meine Betriebseinnahmen und Ausgaben. Das heißt 31.682,11 Euro Betriebseinnahmen und 11.282,22 Euro Betriebsausgaben. Und wenn ich runterscrolle, sehe ich auch die Differenz
also meinen Gewinn. Wenn ich dazu noch Fragen habe oder mir einiges komisch vorkommt, kann ich mir das noch jeweils ausklappen lassen und nochmal genauer anschauen, wie das sich eigentlich zusammensetzt. Wenn ich aber denke, oh, das passt schon so, dann kann ich hier auf amtliche EUR klicken und sehe dann auch die offiziellen Elster-Beschreibungen. Das sind die Felder in Elster Online, wo das jeweils einfließen muss. Oder wenn ich die Formulare benutze, wie diese Formulare, wo diese Zahl reingehört, eigentlich heißen und sehe hier aber auch die Positionen. Das heißt, ich kann mit diesen Informationen direkt meine Steuererklärung machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt neben dem Funktionsumfang ist natürlich auch der Preis. Das heißt, wie teuer ist denn eigentlich LexOffice? Ja, du kannst LexOffice auch kostenlos testen, aber wie teuer ist es eigentlich, es dauerhaft zu nutzen? Und da geht es los ab 5,90 Euro mit dem Paket S und dann gibt es 4 unterschiedliche Pakete und Paket XL, also das größte Paket, kostet 24,90 Euro im Monat. Doch hier möchte ich auf einen wichtigen Punkt eingehen und zwar den Funktionsumfang. Natürlich haben die kleineren Pakete weniger Funktionen als die großen, allerdings brauchst du bestimmte Funktionen, wenn du LexOffice wirklich als dein Hauptbuchhaltungsprogramm nutzen möchtest. Und zwar, wenn du umsatzsteuerpflichtige Einnahmen und Ausgaben hast. Das heißt, wenn du nicht Kleinunternehmer bist, dann brauchst du ja die Möglichkeit, Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben. Und die gibt es leider bei LexOffice erst bei Paket L. Hier, Umsatzsteuervoranmeldung und Zusammenfassungsmeldungen gibt es erst ab Paket L. Das heißt, Paket S und Paket M kommen für dich nicht richtig in Frage. Was du außerdem dringend brauchst, sind natürlich deine Auswertungen. Das heißt, du brauchst am Jahresende natürlich eine Einnahmenüberschussrechnung, weil du die Ergebnisse deiner Buchhaltung ja irgendwie in deine Steuererklärung einbringen musst und dafür brauchst du natürlich eine Übersicht, was du da jetzt so kalkuliert hast. Und auch die Einnahmenüberschussrechnung hast du erst ab Paket L. Von daher kann ich eigentlich niemanden wirklich dazu raten, Paket S oder M zu nehmen. Das heißt, du solltest für deine Buchhaltung auf jeden Fall mindestens Paket L nutzen und das kostet dann 16,90 Euro im Monat. Fassen wir das Ganze doch einmal zusammen. Was sind die Vorteile von LexOffice, was sind die Nachteile und kann ich persönlich LexOffice empfehlen? Und auf der Vorteilseite ist definitiv der Funktionsumfang. Mir persönlich fällt kein anderes Online-Buchhaltungsprogramm ein, was so umfangreich ist wie LexOffice. Und ich merke dabei, dass das wirklich von Profis gebaut wurde. Bei vielen Online-Buchhaltungsprogrammen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler irgendwie zu viel Usability reinbringen wollten und aus Versehen rechtliche, technische Fehler gebaut haben. Dieses Gefühl habe ich bei LexOffice nicht. Das Team hinter LexOffice versteht ganz offensichtlich das deutsche Steuerrecht und du kannst dich darauf verlassen, wenn du deine Buchhaltung mit LexOffice machst, dass sie auch wirklich richtig ist. Das sieht man zum Beispiel auch an dem Software-Zertifikat, was nicht jedes Online-Buchhaltungsprogramm hat. Beim Funktionsumfang möchte ich auch unbedingt noch den, ja, App Store nennen. Den nenne ich jetzt persönlich so. LexOffice hat wirklich eine ganze Reihe an Integrationen und du kannst eine ganze Reihe an Tools für Reisekosten, aber auch Banking-Lösungen mit LexOffice kombinieren. Zum Beispiel auch das Contest-Geschäftskonto. Das heißt, du kannst an LexOffice wahnsinnig viele andere Softwarelösungen anbinden und das hilft dir natürlich extrem im Alltag. Außerdem gefällt mir das Elster-Modul sehr, sehr gut. Du kannst deine Umsatzsteuervoranmeldungen und zusammenfassende Meldungen direkt in LexOffice machen und direkt an das Finanzamt übermitteln. Das heißt, du musst dich nicht irgendwo bei Elster Online nochmal registrieren und das da drüber machen. Hat auch den Vorteil, dass du auch in Zukunft die ganzen Übertragungsprotokolle und so weiter jederzeit in LexOffice auf Abruf hast. Doch schauen wir uns auf der anderen Seite mal die Nachteile von LexOffice an. Da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, was Funktionen betrifft, habe ich keine offenen Wünsche. Natürlich kann man sich immer noch das eine Feature und das andere Feature wünschen, aber diese Funktionen habe ich in der Regel bei der Konkurrenz auch nicht. Und da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, da macht mich LexOffice wunschlos glücklich. Allerdings muss ich sagen, dass der gesamte Funktionsumfang und auch der Background des Teams hinter LexOffice, also dass es in erster Linie Steuerrechtler sind, das beides führt dazu, dass LexOffice für Leute, die ihre beruflichen Wurzeln nicht in der Buchhaltung haben, leider ziemlich mächtig und ziemlich unübersichtlich ist. Ich persönlich habe die Erfahrung, auch bei unseren Mandanten, dass das Ganze ziemlich erschlagend ist. Viele Leute fühlen sich ein bisschen verloren in LexOffice, einfach weil das so umfangreich ist. Und ich würde mir da ehrlicherweise für so ein paar Kunden vielleicht so eine Light-Version wünschen und nicht einfach eine Funktion, wo theoretisch alles da ist, ich aber nicht alles benutzen muss, weil das führt dazu, dass man ziemlich schnell als Selbstständiger vollkommen verloren vor LexOffice sitzt und gar nicht so genau weiß, was man eigentlich alles tun muss. Da wünsche ich mir eigentlich nochmal so eine abgespeckte Version für diejenigen, die beruflich nichts mit Buchhaltung zu tun haben. Aber natürlich führt das Ganze nicht insgesamt dazu, dass ich von LexOffice abraten würde. LexOffice ist für mich definitiv eine Empfehlung.
Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir ein wenig weiterhelfen und du weißt jetzt, ob LexOffice das richtige Tool für dich ist oder eventuell auch nicht. Wenn du dir jetzt nach dem ganzen Video überlegst, dass du es vielleicht doch gar nicht selber machen möchtest, sondern diese ganze Buchhaltung und Steuererklärung lieber an einen Steuerberater abgeben möchtest, dann ist das natürlich dein gutes Recht und dann kann ich dir nur empfehlen, einen spezialisierten Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige zu wählen. Wir sind so ein Steuerberater und wir nehmen dich natürlich gerne als Mandant. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gerne unsere anderen Videos auf diesem Kanal erstmal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.